Es ist jetzt nicht das, was es scheint. Ich wühle hier nicht in den Krimis der Weltliteratur. Ich bin an einem ganz anderen Laden, nämlich dem sozialen Bücherladen. Und das Prinzip ist denkbar einfach. Jeder, der Bücher liebt, der wird sie niemals wegwerfen. Aber manchmal muss man ja ein bisschen was aussortieren. Und dann kann man es hierher bringen. Und wenn ich dann zum Beispiel des Wegs komme und schaue, ob mir was gefällt und ich was finde, dann nehme ich das Buch und schmeiße hier in diese Dose eine kleine Spende hinein, von der dann weitere Projekte finanziert werden. Ist doch großartig, oder? Ein Mann, der jahrzehntelang im deutschen Fernsehen für heitere Unterhaltung bekannt war, der würde jetzt ganz sicher sagen, das ist spitze.